Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Game Changer Chat der Green Tech Capital Africa Foundation. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den wir mittlerweile auch schon einige Jahre kennen, Frau Dr. Flachsbart, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Mitglied des Bundestages und seit diesem Jahr auch Mitglied des Advisory Boards der Green Tech Capital Africa Foundation. Ich freue mich sehr, Sie heute hier zu haben. Und auf der anderen Seite haben wir heute einen Rollentausch. Unser toller Santi Sese wird in den nächsten 15 bis 20 Minuten ein sehr spannendes Gespräch mit Ihnen führen. Das heutige Thema ist Female Entrepreneurship, also auch die Rolle von Frauen in Unternehmen, im Unternehmertum und natürlich, da wir die Green Tech Capital Africa Foundation sind, besonders auf Afrika fokussiert. Ich habe heute zurückgedacht, Frau Dr. Flachsbart, wir haben uns ja das erste Mal getroffen vor, ich glaube, ungefähr 3 Jahren. Nicht in Berlin, wo Sie viel Zeit verbringen, nicht in Frankfurt, wo unser Office ist, sondern in Kigali, Ruanda. Das ist ganz spannend, wie sich das weiterentwickelt hat. Dann, ich glaube, ein gutes Jahr später auf der CeBIT, als wir Mitglied der Make IT Alliance wurden, was bestimmt auch ein Thema heute sein könnte, weil da ja auch sehr viele tolle Sachen für Afrika gemacht werden. Und im Endeffekt sind wir als Green Tech Capital Group und Foundation ist uns das Thema Female Entrepreneurship sehr wichtig und wir sind da auch schon an verschiedenen Aktivitäten beteiligt, auch zusammen mit verschiedenen Aktivitäten des BMZ und der GZ, aber zum Beispiel auch mit einem Investment Vehicle, welches gerade gelauncht wurde von einem unserer Partner, was She Equity heißt, wo wir wirklich Investments in weibliche Unternehmer in Afrika weiter unterstützen wollen. So viel einfach nur vorab. Ich will gar nicht weiter ins Detail gehen, weil Sie beide heute im Fokus stehen der Unterhaltung. Ich freue mich aber sehr über dieses unglaublich wichtige und spannende Thema und überlasse dann Sansi den Floor für die kurze Einführung und dann hoffentlich ganz viele spannende Informationen und News von Ihnen beiden. Erst nochmal vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben. Frau Dr. Flachsbart, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke, dass Sie die Zeit finden. Wir haben in den letzten 2 Folgen gesprochen mit Herrn Christoph Kangießer, der Hauptgeschäftsführer des Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft, sowie mit Ali Bangura, Vorstand des Afro-Deutschen Akademikernetzwerkes. Und wenn wir in diese Gespräche eingestiegen sind, weil es ja ein persönliches Gespräch ist, haben wir immer mit der Frage gestartet, warum es denn für Sie auch überhaupt so wichtig ist, sich mit Afrika auseinanderzusetzen. Also haben Sie eine persönliche, intrinsische Motivation, die vielleicht sogar über Ihr Amt hinausgeht? Wir denken, das ist ja mal ein ganz spannender Einstieg und wir von unserer Seite würden dazu auch noch 1, 2 Worte sagen. Aber damit gebe ich erstmal das Wort an Sie, Frau Flachsbart. Ja, herzlichen Dank. Vor allen Dingen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch heute Nachmittag und zu diesem wirklich interessanten und tollen Thema. Ich muss zugeben, als ich in das BMZ kam, ins Entwicklungsministerium, ich kannte Afrika nicht wirklich. Ich kannte 1, 2 Länder. Ich hatte keine Vorstellung von der Größe Afrikas, von der Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen, der unterschiedlichen Menschen, der unterschiedlichen Landschaft. Was ich so ein bisschen wusste als Tierärztin war diese fantastische Natur. Und ich muss ehrlich sagen, mich beeindruckt dieser Kontinent sehr. Mich beeindruckt dieser Kontinent auch ob seiner Größe, ob der vielen Menschen, die dort leben und auch ob der Nähe zu uns, zu Europa. Wir haben, Afrika ist immer irgendwas Fernes für uns manchmal, auch im öffentlichen Diskurs. Dabei ist die engste Stelle zwischen Afrika und Europa 14 Kilometer in der Straße von Gibraltar. Und sehen Sie, mein intrinsischer Grund ist, ich bin Mutter von 2 Jungs. Die sind 23 und 25. Denen haben wir versucht, als Eltern mitzugeben, viel Liebe, klar, und eine richtig gute Ausbildung, dass sie überall auf der Welt sozusagen ihren Mann stehen können und ihr Leben nach ihren Vorstellungen gestalten können. Afrika ist ein unglaublich junger Kontinent. Und all diese jungen Menschen in Afrika haben doch bitteschön genau dasselbe Recht wie meine Jungs, ihr Leben zu gestalten, so wie sie sich das vorstellen. Und deshalb sehe ich, dass Zusammenarbeit mit Afrika ein unglaubliches Potenzial hat,
und wirklich ein Politikfeld, wo es sich wirklich lohnt, sich zu engagieren. Und deshalb mache ich das sehr, sehr gerne. Es ist spannend, Ihren Enthusiasmus zu hören. Das hört man richtig in Ihrer Stimme, dass Ihnen das am Herzen liegt. Und das finde ich immer schön, wenn wir dann auch in entsprechenden Positionen Menschen haben, die das auch persönlich berührt oder persönlich bewegt. Das ist für uns natürlich, es geht bei uns allen genauso. Ich glaube, alle, die sich mit dem Thema bei uns auseinandersetzen, haben ähnliche Motivationen. Spannend, das auch mit eigenen Kindern, diesen Bezug herzustellen. Das ist schön. Und Sie haben einen interessanten Aspekt genannt, der auch in den letzten Gesprächen öfter aufgekommen ist. Und zwar einmal die Unkenntnis, die man doch am Anfang hatte, ganz oft, bevor man sich mit dem Kontinent auseinandergesetzt hat, auch das oft falsche Bild oder das einseitige Bild, sprich die Natur, die Safaris. Mhm. Und es war interessant zu hören, dass das bis jetzt alle unsere Gesprächspartner hatten, bevor sie sich dann mit dem Feld beschäftigt haben. Und interessanterweise war einer der Gesprächspartner selbst aus der afrikanischen Diaspora, aber eben in Deutschland aufgewachsen. Und selbst da gab es ein verzerrtes Bild, bevor er sich dann beruflich dann auch mehr mit dem Kontinent auseinandergesetzt hat. Und ich kann das auch nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Als ich angefangen habe, mich mehr mit dem afrikanischen Kontinent zu beschäftigen, sind auch viele Erkenntnisse gekommen, auch besonders auf wirtschaftlicher Hinsicht, die vielleicht davor gar nicht da gewesen wären. Also es ist alles so ein Step-by-Step-Learning-Prozess, glaube ich, für viele von uns hier in Deutschland. Und dann bin ich froh, dass es nicht nur mir so geht. Nein, das geht ganz vielen so, Frau Flachsbart. Da brauchen Sie keine Sorgen haben. Deswegen machen wir ja genauso ein Format hier, um die Leute und die Menschen aufzuklären, Perspektiven aufzuzeigen. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, warum Afrika als Kontinent für uns spannend ist oder warum wir motiviert sind, auf dem afrikanischen Kontinent zu wirken, mit Afrika zu wirken. Und jetzt haben Sie aber dieses Thema Female Entrepreneurship beziehungsweise Frauen als Unternehmerinnen eigentlich als Kernthema, ein Thema, das Ihnen sehr am Herzen liegt. Wieso ist das ganz besonders für Sie wichtig? Das wäre spannend für uns zu erfahren. Also lassen Sie mich mit der Plattitüde beginnen. 50% der Menschheit sind Frauen. Man glaubt es manchmal tatsächlich nicht, weil man häufig auch in wichtigen Positionen in der Öffentlichkeit Männer sieht, viele, viele Männer. Ich finde Männer großartig, bin mit einem verheiratet. Wie gesagt, ich habe 2 junge Männer auf die Welt gebracht und es ist wirklich richtig klasse. Aber Frauen sind die Hälfte der Menschheit, sind die Hälfte auch der afrikanischen Bevölkerung. Es steckt unglaublich viel Power in diesen Frauen, unglaublich viel Potenzial in diesen Frauen. Kreativität, Intelligenz, zum Teil auch Unternehmertum. Und Frauen sind stärker noch in Afrika als hier bei uns Zentrum, Mittelpunkt von Familien. Und für die Weitergabe von Wissen, für das Aufwachsen von Kindern, für die Gesundheit von Kindern, Bildung von Kindern, essentiell und existenziell notwendig und erforderlich. Und da eben wirklich unsere Ansprechpartnerinnen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, Frauen in den Blick zu nehmen. Und lassen Sie mich sagen, das ist bei afrikanischen Frauen möglicherweise gar nicht so anders wie bei deutschen und europäischen Frauen, wo ich mich einigermaßen auskenne. Frauen sind eher ein bisschen zurückhaltend und sagen, naja, ob ich das wohl kann, ob ich mich da wirklich vorwagen soll, ob ich ein eigenes Unternehmen gründen soll, ob ich in die Politik gehen soll, was wird mich da erwarten, bin ich überhaupt genug qualifiziert. Ein Mann würde das so schnell nicht passieren. Der geht mit breiter Brust und sagt, jawohl, ich mache das jetzt. Also man hat mir das angeboten oder das steht gerade offen und sicher. Natürlich ergreife ich diese Chance. Frauen benötigen manchmal etwas Hinführung, manchmal etwas nur Unterstützung und Bestätigung. Du machst das, du schaffst das, du kannst das. Und deshalb glaube ich, dass das ganz besonders wichtig ist, da nochmal besonderes Augenmerk auf Frauen zu haben. Okay, spannend. Das ist interessant, dass Sie die Brücke auch schlagen zu Europa. Und es geht auch viel darum, den afrikanischen Kontinent zu entmystifizieren. Sprich, es ist nicht immer so unterschiedlich, auch auf den beiden Kontinenten. Und das ist bei unserer Recherche uns auch aufgefallen, wenn wir uns auch die Rate zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern in Europa anschauen. Da haben wir auch noch viel Arbeit zu leisten, einfach was die Gründerraten angeht. Und da ist es spannend, auch mal beide Seiten sich anzuschauen und vielleicht auch gucken, wo kann man denn voneinander lernen. Und ich glaube, da in dem Bereich sind sie auch sehr aktiv und versuchen viel zu lernen, auch viel mitzugeben und beizubringen. Wir selbst als Green Tech Foundation haben das im letzten Jahr, also im ersten Jahr, in dem wir wirklich dann in die Aktivität gegangen sind, 2018 hatten wir gestartet, haben wir versucht, mit einigen Organisationen, die sich in dem Bereich stark auskennen und stark engagieren, zusammenzuarbeiten. Es sind einige Partnerschaften eingegangen, unter anderem mit Women in Tech Africa, die eben dieses Thema auch Technology
dass mehr Frauen in dem Bereich Technology und Entrepreneurship aktiv sein und ihnen entsprechend die Ressourcen gegeben werden, sich einsetzen. Und auch mit anderen Organisationen haben wir zusammengearbeitet im letzten Jahr. Und in dem Hinblick wäre es für uns dann auch spannend, besser zu verstehen, was denn Sie und das BMZ für Aktivitäten in diesem Bereich schon durchgeführt haben oder vielleicht Reisen oder Erkenntnisse, die Sie gemacht haben. Das wäre spannend für uns. Okay, ja, wir machen tatsächlich dann an ganz vielfältigen Stellen diesbezüglich Projekte, versuchen Frauen zu aktivieren, zu motivieren. Fast schon klassisch ist die Förderung von Mikrofinanzinstitutionen für Frauen, also Zugänge von Frauen und Männern zur Selbstständigkeit, Zugang zu Märkten, Engpässe bei der Finanzierung zu überwinden und dann insbesondere im Bereich Mikrofinanzierung. Das ist, ja, wie gesagt, fast klassisch. Wenn man sich anschaut, ist dann ein weiterer großer Bereich für uns Make IT in Afrika, weil wir sehen, dass gerade dieser junge Kontinent, diese jungen Leute, die genau die gleiche große Affinität zu IT haben, wie hier bei uns unsere jungen Leute auch. Ich bin da schon fast eine verlorene Generation, also viel zu alt für sowas. Aber die jungen Leute haben einen anderen Zugang. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ja, lassen Sie mal. Das war jetzt nicht nur Fishing for Compliment, nur ein bisschen. Also, alles gut. Junge Leute haben da einen anderen Zugang, ehrlich gesagt. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt, Hashtag Tech by Her, zum Beispiel, wo wir gemeinsam mit der GITS 10 Unternehmerinnen haben aus Ghana, Kenia und Nigeria, die wir unterstützen beim Wachstum ihrer Geschäftsmodelle. Zum Beispiel haben wir hier eine Ghanaerin, die Blockchain-Technologie nutzt, um die Nachverfolgung von Nahrungsmitteln vom Feld bis zum Teller letztendlich zu dokumentieren und damit auch sich einen Markt erschließt, damit sich unabhängig macht von Zwischenhändlern, die Preise vorgeben, damit auch natürlich bestimmte Produktqualität garantieren kann. Also das sind Themen, die wir an verschiedenen Stellen immer mal wieder tatsächlich sehen. Wir haben so etwas Ähnliches auch im Bereich Mode. Auch das ist sehr, sehr spannend, wo man sich dann auch oder wo Frau sich dann auch tatsächlich internationale Märkte erobern kann. Wo es aber dann natürlich noch mal ein bisschen schwieriger wird, weil auf dem internationalen Markt, gerade wenn es ein digitaler Marktplatz ist, eine digitale Plattform, sind sie dann sehr, sehr schnell in Konkurrenz mit den großen Anbietern. Und da ist unser Bestreben, dann so etwas wie ein Markenbewusstsein auch bei den Kundinnen häufig zu produzieren oder provozieren, wo man sagt, aber da weißt du wirklich, wo es herkommt, unter welchen Umständen das letztendlich produziert worden ist. Da unterstützt du eine Unternehmerin in Afrika. Auch das ist mal ein Beispiel, das wir sagen könnten. Und was ich noch ganz besonders spannend finde, ehrlich gesagt, da gibt es E4D, also Employment for Development, wo wir auch jungen Frauen den Zugang zu Männerberufen ermöglichen, Solarinstallateur zu werden oder Motorradmechaniker zu werden. Ist, finde ich, total wirklich spannend. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Stratford More University in Nairobi knapp 300 junge Kenianerinnen und Kenianer zu Solarinstallateuren ausgebildet. Wir machen eben dasselbe im Bereich Motorradmechaniker-Ausbildung und wir kombinieren dann jeweils das Ausbildungsgeschehen, also im fachlichen Bereich, mit auch Angeboten zur Finanzierung und damit mit der Möglichkeit, sich wirklich selbstständig zu machen in dem Bereich. Und das ist natürlich richtig gut, weil das dann auch letztendlich entsprechende Strahlkraft hat, also Arbeitsplätze geschaffen werden, Infrastruktur vor Ort geschaffen wird. Spannend. Da sind ein paar Aspekte aufgekommen, die ich sehr, sehr interessant finde und die sicher auch die Zuschauer und Zuschauerinnen interessant finden werden. Und zwar haben Sie ja von den zwei Beispielen der Unternehmerinnen gesprochen. Und was ja ganz oft passiert, wenn man über Unternehmerinnen spricht, besonders auch im afrikanischen Kontext, aber ich würde sogar behaupten, auch manchmal hier in Europa und in Deutschland, dann wird das oft in die Ecke Charity gestellt. Sprich, wir tun nur etwas Gutes, aber es geht gar nicht so wirklich um den wirtschaftlichen Mehrwert. Und gerade da, wenn man jetzt sich diese Geschäftsmodelle anschaut, dann ist das ja genau andersherum. Wir
erwecken oder wir nutzen auch das Potenzial dieser 50% der Weltbevölkerung, von der Sie gesprochen haben, auch der Wirtschaft noch mehr, als sie sowieso schon tut, beizutragen. Und davon können im Endeffekt dann ja alle profitieren, so egal welchen Akteur man sich eigentlich anschaut. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich hatte ein ähnliches Erlebnis auch im vergangenen Jahr. Da haben wir angefangen, mit der strategischen Partnerschaft Digitales Afrika damals noch zusammenzuarbeiten und haben versucht oder haben auch die Brücke hergestellt zwischen jungen, innovativen Unternehmen in Afrika und Unternehmen, die im Digitalsektor aktiv sind in Europa. Und da sind wir über ein Unternehmen gestolpert, das hieß PEPS, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und das hat Logistikdienstleistungen im Endeffekt angeboten, sprich, dass sie verfolgbar sind, wie man das auch heutzutage von vielen Dienstleistern kennt, dass man weiß, wo sein Paket dann ist und wann es wo ist. Das ist ja manchmal doch eine sehr, sehr wichtige Frage, gerade wenn man selbst dann ein Business führt oder ein Geschäft führt. Und selbst im Privaten merkt man ja, wie einen das schon so Weißgut bringen kann, wenn es mal nicht funktioniert. Und die Unternehmerin hatten wir dann im vergangenen Jahr nach Berlin eingeladen, auch zum Tag der strategischen der SPDA. Und haben verschiedene Stationen abgelaufen, uns ihr Businessmodell angeschaut und haben da einfach auch feststellen können, dass es eben, auch wenn wir das alle wussten, aber wenn man das nochmal so vor Augen geführt bekommt von wirklich einer sehr, sehr starken Unternehmerin, dass es eben nicht darum geht, einfach nur was Charity, in die Richtung Charity zu machen, sondern wirklich Businesses aufzubauen. Und das freut mich sehr, dass Sie das auch nochmal hier betonen. Und das kann man, glaube ich, nicht zu oft betonen. Es geht wirklich um Businesses, die auch sozialen und wirtschaftlichen Mehrwert schaffen. Also das ist sehr, sehr spannend. Und das ist jetzt keine Anekdote von unserer Seite. Nein, also ganz, ganz klar. Ich will da nochmal reingehen. Das, was wir in der Entwicklungszusammenarbeit, also nicht Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungszusammenarbeit machen, ist tatsächlich gemeinsam zu schauen, dass Strukturen aufgebaut werden, die auch in wirtschaftlicher Hinsicht selbsttragend sind. Also selbstverständlich. Wir bilden uns doch nicht ein, als Europa oder als Deutschland gar jetzt Afrika helfen zu müssen. Das ist ja Unfug. Sondern das, was wir machen, ist, wir müssen Türen aufmachen. Wir müssen Chancen geben. Ich komme nochmal zurück, wie ich mit meinen Jungs. Also ich will ja nicht die ganze Zeit für ihr Leben lang deren Mama sein, die sie betört und die ihnen sozusagen irgendwelche Wege ebnet oder sowas. Sondern Befähigung geben, auf eigenen Beinen stehen zu können und die eigenen Hände stark zu machen, damit die selber arbeiten können und den Kopf bitte einschalten während der ganzen Geschichte. Das ist doch unsere Herausforderung eigentlich. Afrika ist stark, Afrika ist jung. Es gibt an der einen oder anderen Stelle Holpersteine, aber aus denen soll man ja Häuser bauen und sie einem nicht einfach nur in den Weg liegen lassen. Und dabei sozusagen zu unterstützen, das ist doch unsere Aufgabe auch als Ministerium, so verstehe ich das jedenfalls. Ich habe mehrfach auf meinen Reisen, aber zuletzt auch beim G20-Gipfel, Afrika-Gipfel bei der Investorenkonferenz, junge afrikanische Unternehmerinnen getroffen, die fantastisch sind. Also wo ich großen Respekt habe und große Anerkennung tatsächlich. Afrika hat starke Frauen und deshalb macht es wirklich Sinn, sie zu ermutigen, zu ermuntern, Ausbildung zukommen zu lassen, dass sie ihr Potenzial auch tatsächlich heben können. Und zwar zugunsten ihres Landes, ihrer Länder, des Kontinents. Super, super. Macht Spaß, Ihnen zuzuhören. Es macht Spaß, dieses Gespräch zu führen. Und gerade, wo Sie das sagen, also Afrika ist ein starker Kontinent. Wenn man sich dann auch die Zahlen anschaut, es sind ja sehr, sehr viele Frauen, auch selbst schon Unternehmerinnen, auf dem afrikanischen Kontinent verglichen zu anderen Kontinenten. Also wenn man sich das prozentual anschaut, ist die Ratio sogar höher. Worum es dann eher geht, ist wirklich die Challenges, denen diese Frauen die Herausforderungen dann begegnen, wenn sie denn dann unternehmerisch tätig sind. Aber es liegt nicht an der mangelnden Initiative. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig festzuhalten. Und es macht Spaß, sich mit Ihnen zu unterhalten. Wir kommen aber langsam schon zum Ende des Chats. Wir haben ja auch ein Zeitlimit gesetzt. Aber es gibt noch einen Aspekt, den ich gerne aufbringen würde. Und zwar haben wir während unserer Recherche uns dann auch uns selbst angeschaut, ne, und zu schauen, wo sind denn vielleicht auch unsere Stolpersteine. Und nach verschiedenen Studien liegt die Anzahl an reinen Männer-Startups, also das heißt, wo die Gründer komplett männlich sind, zwischen 85% und 90% in Deutschland. Was eine sehr überraschende Zahl ist, wenn man sich anschaut, dass die Verteilung von Mann und Frau ungefähr 50% in unserem Land liegt. Und da, wo wenn man solche Zahlen anschaut, ohne jetzt speziell auf Deutschland einzugehen, weil es geht ja bei uns mehr um Afrika und den Connect, den wir zwischen Deutschland und Afrika herstellen können,
Aber haben Sie vielleicht auch auf Ihren Reisen oder bei den verschiedenen Initiativen Erfahrungen gemacht oder können Sie Dinge mit uns teilen, wo Sie von afrikanischen Unternehmerinnen und auch von den Strukturen, in denen Sie vielleicht arbeiten, lernen können und Dinge, die Sie gerne mit nach Deutschland bringen oder auch gerne an deutsche Unternehmerinnen mitbringen? Das wäre noch spannend für uns zu hören, falls es da einige Aspekte gibt. Ich glaube, es ist einfach dieser Impuls, traut euch. Ich glaube, dass Männer und Frauen in den verschiedenen Lebensbereichen Dinge einzubringen haben und Frauen sich häufig einfach nicht trauen. Die sich wirklich überlegen, kann ich das, bin ich gut genug ausgebildet, werde ich den Anforderungen gerecht, habe ich genug Wissen. Männer sind da anders drauf, jedenfalls ist das, was ich erlebe. Männer sagen, klar kann ich das, das ist jetzt eine Herausforderung, das ist jetzt eine Chance, das ergibt sich jetzt und ich mache das. Frauen müssen da ein bisschen bestärkt werden. Manchmal braucht man muss man ein bisschen gut zugeredet kriegen. Ich kenne das bei mir selber, ich kenne das auch im Politikbetrieb, das ist gar nicht auf den wirtschaftlichen Betrieb begrenzt und beschränkt. Und das ist eben auch unsere Aufgabe. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von Frauen, die in Anführungsstrichen Karriere gemacht haben. Also Menschen in meiner Position. Deshalb freue ich mich auch über Unternehmerinnen-Netzwerke. Deshalb freue ich mich über Mentorin-Menti-Programme. Wir haben das zum Beispiel mit Marokko und Tunesien. Da gibt es eine Freundschaftseinrichtung, EMA, die solche Tutorenprogramme letztendlich vermittelt. Da kommt es auch zu wunderbarem interkulturellen Austausch. Also ich glaube gar nicht, dass das allein nur eine Frage ist sozusagen von Afrika. Ich glaube, Frauen ticken einfach anders, Frauen und Männer sind anders, da gibt es nichts. Aber ich glaube, dass wir uns gegenseitig tatsächlich bestärken können. Und was mich bei den afrikanischen Frauen wirklich, was ich bewundere an ihnen, ist wirklich ihre Stärke, die Verantwortung, die sie übernehmen, auch für ihre Familien, auch in ganz, ganz schwierigen Situationen. Lassen Sie mich einen Punkt sagen, der hat, weiß nicht, ob der was mit Unternehmerin zu tun hat, der mich sehr, sehr beeindruckt hat. Ich war in Mali auf dem Feld. Da hat Deutsche Entwicklungszusammenarbeit Brunnen gebohrt, wie man das so macht. Das ist alles sehr in Ordnung. Grundwasserspiegel anheben, auffangen von Regenwasser, Brunnen bohren, Gemüse anbauen, alles wird großartig. Dann standen da zwei Gruppen von Menschen. Einmal waren es Männer und Frauen. Beide arbeiteten auf diesen Feldern. Ich habe die Männer gefragt, was wollt ihr denn, was sollen wir machen? Und da haben die Männer mir gesagt, ja, wir brauchen mehr Brunnen. Da habe ich gesagt, okay, kann ich verstehen. Aber wir müssen gucken, dass wir die natürlichen Ressourcen nicht übernutzen. Dann habe ich die Frauen gefragt. Und wissen Sie, die Frauen haben mir gesagt, wir wollen rechnen lernen. Was heißt das eigentlich? Erstens, dass sie noch nicht rechnen können. Zweitens, dass sie nicht wissen, wie viel Geld ihre Männer eigentlich mit dem Gemüse, was sie anbauen, verdienen. Drittens, dass sie nicht wissen, wo ihre Männer eigentlich dieses Geld lassen. Viertens, dass sie wissen möchten, wie viel Geld es denn geben könnte, um den Kindern eine bessere Ernährung, eine bessere Gesundheitsversorgung und bessere Bildung zukommen zu lassen. Also die Rolle von Frauen für die Entwicklung in Afrika ist derartig essentiell und existenziell. Und sie zu stärken und sie auch in ihrem Unternehmertum, das ist ganz kleines Unternehmertum, wenn diese Frauen selber ihr Gemüse verkaufen würden und selber das Geld einnehmen würden und dann selber darüber bestimmen würden, wofür es denn ausgegeben wird, dann wäre man an der einen oder anderen Stelle schon riesige Schritte nach vorne. Und deshalb, nochmal deshalb, darum rankt sich unser gesamtes Gespräch, lohnt es sich wirklich und ist wirklich wichtig, im Kleinen wie im Großen, IT-Unternehmerin, das ist dann ein anderer Level, aber diese ganze Bandbreite, die ist wichtig, dass wir diese ganze Bandbreite wirklich in den Blick nehmen und Frauen fördern nach ihren Potenzialen und Fähigkeiten zu nutzen und zugunsten des Kontinents. Frau Flachsbart, ich denke, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort für diesen Chat. Ich versuche das nochmal abzurunden zum Ende. Das heißt, wir haben feststellen können, keine neue Feststellung, aber nochmal uns vor Augen geführt, dass wirklich 50% der Weltbevölkerung Frauen sind. Das heißt, wir müssen dieses Potenzial besser nutzen. Ich hoffe, jeder, der diesen Chat geschaut hat, hat wenigstens eine Learning mitgenommen. Und es gibt eine verschiedene Bandbreite, wie Sie gerade sagten, von Unternehmerinnen, sei es wirklich kleine Unternehmerinnen, aber dann auch wirklich komplexe IT-Unternehmen, größere Unternehmen, KMUs, von denen wir sprechen. Und wir können auf dieser ganzen Bandbreite arbeiten und vor allem dann auch die Connection oder die Verbindung zwischen
deutschen, europäischen Unternehmerinnen und afrikanischen Unternehmerinnen. Daraus könnten wir im besten Fall wahrscheinlich viel, viel lernen auf beiden Seiten. Frau Flachsbart, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich im Namen der Green Tech Capital Africa Foundation, dass Sie die Zeit gefunden haben für dieses Gespräch. Wir hoffen, es hat Ihnen auch Freude bereitet und Sie Absolut. Haben etwas mit nach Hause nehmen aus dem Gespräch. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen, schönen Nachmittag. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sehen uns in der nächsten Woche mit einer weiteren Folge des Game Changer Chats. Den Gast geben wir zu jener Zeit bekannt. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Tschüss.